Heute gibt es einen magischen Bohneneintopf. Was ist das denn? Bleibt dran! So, ich habe heute mal ohne euch angefangen. Ich habe schon ein bisschen angefangen, Bohnen zu schnippeln. Insgesamt sollen es ca. 500 Gramm werden. Und wer Bohnen super lecker gerne isst, kann auch gern 100 oder 200 Gramm mehr reinmachen. Wir arbeiten mit saisonalen Produkten und so soll es auch sein. Was Saison hat, das wird schnackuliert, das muss weg. So, ich mache das schnell fertig und dann geht's weiter. 500 Gramm Bohnen sind fertig. Jo, ich habe schon mal zwei Möhren geschnitten. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Dazu habe ich mir 100 Gramm Schinken in Würfel geschnitten und eine Knoblauchzehe, eine etwas größere, ich esse gerne Knoblauch, und eine Zwiebel. Und als nächstes Steakhüfte empfehle ich euch nur. Das wird einer mit der schnellsten Eintöpfe. Ja, von wo, Tim? Ich würde jetzt einfach mal sagen, überhaupt, vielleicht. Jetzt habe ich ihn aber gekriegt eben. Habt ihr gemerkt, ne? Er wusste keine Antwort drauf. Ich wollte ihn mal fangen, ne? Nee. Es muss ja noch heutzutage schnell gehen, ne? Und bevor der Hunger einen überholt, ne? Denn lassen wir es lieber so. So, geschnitten, zwei Steaks waren ungefähr so circa 200, 250 Gramm. Wer mehr Fleisch mag, kann auch mehr nehmen. Gerne. Und zu guter Letzt, auf dem Weg der Vorbereitung, zu jedem Bohneneintopf gehören natürlich auch richtig schön ein paar Kartoffeln. Welche Würfel, wie groß ihr die schneidet, das ist völlig egal. Ne? Entscheidet, euer Mundgefühl wird sagen, groß oder klein. Ne? Ich mache es fertig und dann wechseln wir einfach die Seite. Dann wird es richtig heiß. Und das waren 5 an der Zahl. Genau. So, Freunde, das Wasser kocht. Wir würzen es erstmal schön mit Salz. Und dann nehmen wir unsere blauen Bohnen. Tim, sag mal, mir fällt gerade ein, warum blaue Bohnen und warum ist unser Eintopf überhaupt magisch? Das kann ich sehr gut erklären. Und zwar kommen jetzt, wie gesagt, die blauen Bohnen in das kochende Wasser. Und ich sag mal so, in circa 4 Minuten, simsalabim. Und schon haben wir durch das Kochen aus blauen Bohnen grüne Bohnen gemacht. Und aufgrund des Eiswassers, Jörgi, haben wir, richtig, die kräftige Farbe beibehalten. Und weiter geht es. Die Magie haben wir erstmal sprechen lassen. Wir machen jetzt hier ein Stück Butter rein, so circa 20 bis 25 Gramm. Dazu einen Spritzer Olivenöl. Das Ganze verrühren wir noch mal kurz. Ach schön, der indische Gong schon wieder. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Das lassen wir aus. Und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, Fett ausgelassen. Unsere Kartoffeln kommen hinein. Und unsere Möhrchen. Und das Ganze schwitzen wir erstmal ein bisschen an bei mittlerer Hitze. So, 4 Minuten sind vergangen. Als nächstes unsere Schinkenwürfel und unsere Zwiebeln. Alles nehmen. Auch noch mal kurz vermengen und bei mittlerer Hitze erstmal köcheln lassen. Nach 4 Minuten geben wir unsere Knoblauchzehe noch mit dazu. Das Ganze lassen wir schön ein bisschen einwirken, auch noch mal so circa 2 Minuten. So schnell vergeht die Zeit und jetzt kommt unser Rindfleisch auch schon mit hinein. Das Ganze gut vermengen und das rösten wir jetzt auch noch gleich richtig schön an. Schaut mal hier, schöne Röstaromen. Ne? Und da habe ich jetzt noch eine schöne Rinderkraftbrühe. Ja, sowas hat man immer stehen, ne? Dann klappt es auch richtig gut. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen köcheln. Und dann schauen wir weiter. Gute 20 Minuten vergangen. Ihr seht ja, das sieht schon richtig gut aus. Ich habe auch schon mal probiert, es schmeckt saulecker. Und ich habe hier schon mal aus unserem Eiswasser die Bohnen rausgefischt. Schaut mal, welche Farbe die haben. Die kommen jetzt mit in den Eintopf hinein. Wir verrühren das Ganze und lassen das Ganze circa nochmal 4 bis 5 Minuten durchköcheln. Dann seid gespannt. Freunde, die 5 Minuten sind vorbei.
ein leckerer Eintopf. Ich habe schon mal ein bisschen vorgekostet. Heute mache ich mal persönliche Einfüllung jetzt hier. Kein Fertigprodukt mal zeigen, ne? Guckt mal. Ist das nicht lecker? Wir haben hier richtig gute Sachen drin. Kartoffeln, Möhren, ne? Und es ist mal eine schöne Abwechslung. Man muss nicht immer nur grillen, sondern Mittag auch mal richtig schönes Heißgericht. Hitze mit Hitze bekämpfen, das ist richtig. Dazu noch ein bisschen lecker Petersilie. Das haut euch um, das könnt ihr mir glauben. Oh, war das wieder schön. Gut, ich hau mir nachher noch mal einen Teller voll mit Timmy. Bis zum nächsten Mal, eure Mecklenburger Kochbuben.